Der Bukauer Engpass entwickelt sich immer mehr zu einer Kulturmeile. Vor wenigen Tagen öffnete dort eine neue Galerie. Grund genug für uns, dort einmal vorbeizuschauen. Noch heißt der Engpass Schönebecker Straße. Engpass klingt familiärer und wird dem Aussehen der Straße gerechter. Und das Familiäre ist es auch, das den Charme dieses kleinen Straßenzuges ausmacht. Und was die beiden Galeristinnen hierher zog und was ihre künstlerischen Ambitionen sind, stellen Sie uns erstmal vor. Ja, also ich bin gebürtige Magdeburgerin und hier geboren und habe dann hier meine Goldschmiedelehre bei Heiko Hochbaum. In Diesdorf war das damals noch, der ist jetzt am Domplatz. Bin danach dann zum Studium nach Wismar, das war mal die Schule von Heiligendamm, und habe dort Schmuckdesign studiert und bin dann wieder zurückgekehrt nach Magdeburg in die alte Heimat 2007 und bin dann auch in den Verband der bildenden Künstler eingetreten und habe ja erstmal den Ludwig bekommen, meinen Sohn. Und seit 2008, Mitte Juni, haben wir uns beide kennengelernt, die Sabine und ich, durch den Verband, durch unsere gemeinsame Arbeit dort im Vorstand. Ich komme aus Halle und komme eigentlich aus dem Textilbereich, habe dann kurz nach der Wende eine Galerie gegründet. Also die gab es eigentlich schon mal zu DDR-Zeiten, die Zeitkunst, die gibt es auch heute noch. Jutta Wittenbecher führt die noch weiter. Und hatte immer Spaß an Galeriearbeit und habe immer versucht, meine künstlerische Arbeit mit der Galeriearbeit zu koppeln. Und lebe seit 3 Jahren in Magdeburg. Und ja, die Hallenser sind ein bisschen mehr nach Sachsen orientiert. Und für mich war das Magdeburg hier Neuland. Und ich habe das auch gemacht, um ein bisschen soziale Kontakte hier zu bekommen. Habe gedacht, man kommt gut an die Menschen ran, aber auch engere Kontakte mit Künstlern. Bin dann in den Vorstand des Verbandes von Sachsen-Anhalt gegangen, habe die Friederike kennengelernt. Ja, und dann haben wir die Idee quasi gehabt, eine Galerie hier zu eröffnen. Sind in Magdeburg ja ganz gezielt rumgegangen, haben ins Stadtfeld geguckt, im Hafengelände hinten und sind immer wieder bei Bukau hängen geblieben, weil wir denken, dass man hier noch eine Vision entwickeln kann. Magdeburg ist noch nicht so dicht bestückt mit Galerien und ich denke, wir haben hier eine sehr gute Zukunft und ein wunderbares soziales Umfeld. Das Puppentheater ist hier sehr engagiert im Engpass und da haben wir gedacht, wir passen hier sehr gut dazu. Ja, das war die Idee eigentlich dahinter, ja, hier diesen Standort auszuwählen. Die beiden stießen sofort auf offene Türen. Wir wollten mit der ersten Ausstellung die gesamte Palette eigentlich zeigen, was wir anbieten wollen. Die nächsten Geschichten werden sein, also im November, 11. November, wird Egon Selin hier ausstellen, sein gesamtes Lebenswerk zeigen, von den Anfängen bis jetzt. Ja, Egon Selin ist ein sehr anerkannter Schmuckgestalter, also nicht nur in Magdeburg. Also das ist einer der wenigen Künstler, die mir in Halle sehr bekannt waren. Und ich weiß, dass alle Leute, die mal Schmuck studiert haben, ja, also sehr, sehr lobend sich über Egon. Ja, ich sag mal, er ist so ein bisschen der Urvater des Schmucks. Und wir sind sehr froh, dass er die erste Personalausstellung bei uns macht. Ne? Und die wollen wir dann koppeln, ein bisschen, die nennen wir Kabinettausstellung. Und da wollen wir jedes Mal ein Gewerk vorstellen. Wir fangen mit dem Schmuck an, irgendwann wird es die Grafik sein, wo mal Drucktechniken gezeigt werden und dann vielleicht mal eine Textilerin reinnehmen und einen Keramiker. Und wir wollen auch ein bisschen didaktisch wirken, also dass man diese Gewerke erklärt und dass das Publikum ganz intensiv auch mit dem Künstler in Kontakt treten kann. Also ja. Den Gestaltungsprozess. Genau, ja. Also dass man, dass es eigentlich so wie so ein Zwiegespräch wird. Mhm. Ne? Und dass nicht irgendein Kunstwissenschaftler die Ausstellung eröffnet, sondern dass der Künstler eigentlich über sich erzählt und über seine Arbeit vor allen Dingen und die Dinge ein bisschen erklärt, wie sie entstehen. Ja. Das der Schaffensprozess, sowas ist uns ganz wichtig. Und dann wird es zwischendurch auch thematische Sachen geben, wo vielleicht 2, 3 Künstler dazu arbeiten. Aber in dieser Fülle, wie wir sie jetzt hier haben, wird das nur noch mal kurz vor der Weihnachtszeit stattfinden.
Und ansonsten werden das Einzelausstellungen und thematische Ausstellungen sein. Ja. Das ist natürlich ein logistisches Problem. Die Künstler arbeiten natürlich in ihren Ateliers und verbringen dort ihre meiste Zeit. Viele sind auch ein bisschen in ihrem Elfenbeinturm und möchten dort auch nicht gestört werden. Also deswegen suchen wir da auch ein paar Künstler, die halt von sich aus halt auch ein bisschen was Moderatives haben für den Abend und das auch gut bedienen können, ne? Einen spannenden Abend gestalten und halt auch auf die Menschen zugehen können. Aber so werden wir natürlich einen Kontakt, können wir dann auch herstellen im Nachhinein, wenn welche kommen. Aber ansonsten findet diese Geschichte halt an diesem Abend statt. Es wird auch wirklich recht intim stattfinden. Es wird gekocht und sowas. Es ist ein kleinerer Kreis, der sich da zusammentrifft. Nicht nochmal so ein Großevent, wie wir das jetzt hatten am Freitag, wo wir echt glücklich waren über die Eröffnung. Es ist wunderbar gelaufen. Und dieser Künstler wird dann halt eigentlich nur an diesem Abend präsent sein. Ja? Die Ausstellungen sind immer auch Verkaufsausstellungen. Und wir sind natürlich bestrebt, auch für die Künstler zu verkaufen. Das ist schon sehr wichtig. Aber das hat ja auch nichts mit Qualität zu tun, denke ich. Ne? Also wir achten schon darauf, dass wir eine hohe Qualität haben. Aber die Dinge sind natürlich verkäuflich. Also das finde ich schon, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und vor allen Dingen auch sehr wichtig für die Künstler. Die Preise sind durchaus moderat. Die Spannbreite beginnt bei 3,50 Euro für kleine Teile. Und bis 1.000 Euro, 1.500, so. Also wir haben eine Palette, die wir hier auch anbieten. Es ist nicht nur irgendwo abgehoben oder sowas, aber es ist eine schöne Qualität, die wir anbieten. Und wir möchten halt auch für jeden Kunstliebhaber etwas im Angebot haben. Ja, die Ausstellung läuft jetzt bis Dezember sozusagen. Zwischendurch wird der Egon Selin dann hier sein Gewerk vorstellen am 11. November. Und die läuft dann halt also parallel noch dazu. Und ab Dezember, da haben wir noch keinen genauen, aber Anfang Dezember wird es sein, wird dann die Ausstellung Schnee von gestern stattfinden, wo dann halt auch wieder mehrere Künstler ihre Werke dann hier präsentieren können und man dann halt wie eine, wir nennen es präsente Kunst, dann halt vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dann halt in Form von Kunst dann erwerben könnte. Und die Öffnungszeiten sind halt von Dienstag bis Samstag, immer so von 11 bis 18.30 Uhr. Am Samstag geht es halt 12 Uhr los und auch bis 18.30 Uhr. Ne, 19 Uhr haben wir sogar fast, ne? Ach so, in der Woche, in den Wochentagen sogar 19 Uhr bis 19 Uhr. Also von 11 bis 19 Uhr und dann am Samstag 12 bis 18.30 Uhr. Montags haben wir halt zu, um uns zu erholen. Das war ja für uns ein Experiment, wie das läuft. Und wir hatten auch zur Eröffnung gedacht, wenn wir 100 Leute zusammenbekommen, ist das viel. Und wir haben mehrere Leute gefragt, die draußen waren. Die haben gesagt, also es waren bestimmt 200 Mann da. Und jetzt im Nachhinein sind viele schon reingekommen und es wurde auch schon verkauft. Und und dann sind Leute gekommen, die gesagt haben, ja, ich war da, aber meine Freundin war noch nicht da und die bringe ich noch mit. Und also das ergibt jetzt so eine Kettenreaktion. Und jetzt kommen die Leute nochmal zurück und wollen einfach nochmal in Ruhe durchgehen. Und ja, das ist schön, da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen was dazu sagen. Und das haben wir jetzt sehr intensiv gemacht die letzten Tage. Nehmen Sie sich doch einfach auch mal die Zeit und schlendern Sie durch den Bocor Engpass. Fast jede Woche gibt es dort etwas Neues zu entdecken.